In diesem Beitrag aus unserer Reihe zum Forschungsdatenmanagement geht es um die konkreten Inhalte eines Datenmanagementplans. Remy Reuse hat ein neues Projekt zur Evolution von Eichhörnchen in Europa bewilligt bekommen und möchte zur Strukturierung und Planung einen Datenmanagementplan erstellen. Was ein Datenmanagementplan ist und welche Vorgaben es dafür gibt, dazu hat ihn bereits das Team Forschungsdaten seiner Universität beraten. Für sein Projekt gibt es kein dediziertes Template oder eine Checkliste, denn sein Fördergeber verlangt hier nichts Spezielles von ihm. Deshalb verwendet er das Template seiner Einrichtung. Hier sieht man die verschiedenen Themen, die diese Vorlage für einen Datenmanagementplan abdeckt. Aber was verbirgt sich hinter den einzelnen Aspekten? Remy und seine Kolleginnen und Kollegen werden mithilfe von Fragen durch diese Bereiche geführt. In diesem Video greifen wir aus jedem Bereich eine Frage heraus und versuchen sie gemeinsam mit Remy zu beantworten. Bei den projektspezifischen Daten geht es um allgemeine Informationen. Das meiste davon ist bereits im Projektantrag enthalten. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch weitergehende Fragen. Zum Beispiel, gibt es für Ihren Forschungsbereich sowie für Ihr Forschungsvorhaben verbindliche Vorgaben, die zu beachten sind? Remy denkt nach. Er erinnert sich daran, dass die RWTH Leitlinien zum Forschungsdatenmanagement herausgegeben hat. Zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen entdeckt er auch, dass es eine Datenpolicy des Europäischen Instituts für Eichhörnchenforschung gibt. Auch die sollte er berücksichtigen. Und schließlich können es auch einfach Gesetze und Vorschriften sein, zum Beispiel zum Daten- oder Tierschutz, oder aber auch in einer Industriekooperation Verträge und Vereinbarungen. Und natürlich gilt in allen Fällen, dass Remy und seine Kolleginnen und Kollegen die gute wissenschaftliche Praxis einhalten. Nach den allgemeinen Informationen folgt ein Kapitel zur Beschreibung der Forschungsdaten. Hier kann Remy erfassen, welche Daten er nachnutzen möchte, zum Beispiel aus dem Projekt von Luise Lieder, und welche Daten bei ihm neu entstehen. Auch kann er sich Gedanken darüber machen, welche Dateiformate bei ihm anfallen, ob es Bilder, Texte oder komplexere Daten sind. Auch zum Volumen der Daten kann man hier eine erste Abschätzung machen. Sollte die nicht stimmen, weil es viel mehr Daten werden, ist das nicht weiter schlimm. Der Datenmanagementplan wird kontinuierlich fortgeschrieben und immer wieder angepasst. Er hilft dabei zu kontrollieren, ob die ursprünglichen Planungen zum Beispiel zur benötigten Infrastruktur noch ausreichen oder ob es hier Anpassungen geben muss. Neben den Forschungsdaten an sich sind die Metadaten wichtig. Das folgt im Bereich Dokumentation und Datenbeschreibung. Hier ist ganz konkret gefragt, welche Metadaten werden benötigt, um die Informationen Ihrer Forschungsdaten auch in Zukunft für andere Forscher lesbar und interpretierbar zu machen. Remy überlegt, welche Daten werden innerhalb des Projekts benötigt, damit die Kolleginnen und Kollegen die Daten untereinander nachnutzen können. Dann erweitern sie den Kreis. Wie sieht es aus mit Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern oder ganz externen Nutzern? Er erinnert sich auch daran, dass es ja Vorprojekte gab. Welche Metadaten hat Luise Lieder gesammelt? Auch sucht er nach nachnutzbaren Metadatenstandards oder Vokabularen. Je näher er mit seiner Beschreibung an dem typischen Vorgehen in der Community ist, desto einfacher ist es für diese Kolleginnen und Kollegen, seine Daten nachzunutzen. Im nächsten Bereich geht es um die Speicherung, das Backup und die Archivierung der Daten. Ganz konkret geht es unter anderem darum, welche Pläne liegen für die Datenarchivierung, zum Beispiel bezüglich Archivierungsort, Dauer, Verantwortlichkeiten, Auswahl und Löschung von Daten vor. Remy entscheidet mit seinen Kolleginnen und Kollegen, dass jeder selbst die Auswahl der Daten trifft und auch, welche Daten gelöscht werden können. Denn jeder kennt seine eigenen Daten am besten. Für die Archivierung greifen sie auf die Infrastruktur ihrer Universität zurück. Die ausgewählten Daten werden an die Administratorin übergeben. Die kennt sich am besten aus mit dem Archivierungssystem. Das liegt im Rechenzentrum der Universität und stellt sicher, dass die Daten mindestens gemäß der guten wissenschaftlichen Praxis die nächsten 10 Jahre erhalten werden. Schließlich enthält ein Datenmanagementplan auch immer einen Bereich zum Datenaustausch und zur Datenpublikation. Dort geht es um die verschiedenen Aspekte, sowohl innerhalb des Projekts als auch darum, wie die Daten anderen außerhalb des Projekts und nach Projektende zur Verfügung gestellt werden können. Ganz konkret,
Wie sehen die Pläne bezüglich der Datenveröffentlichung, Suchbarkeit und Zugriff auf die Daten aus? Remy hat sich dafür entschieden, dass seine Daten öffentlich gemacht werden sollen. Er hat auch bereits ein geeignetes fachspezifisches Repositorium gefunden. Dadurch, dass es fachspezifisch ist, sind ganz konkrete Metadaten, die nur in der Eichhörnchenforschung auftreten, bereits auf oberster Ebene durchsuchbar. Das macht die Nachnutzung für Forscher aus dem gleichen Bereich besonders einfach. Durch die Wahl eines Open Access Repositoriums ist der freie Zugriff auf die Daten sichergestellt. Im letzten Teil geht es schließlich um Verantwortlichkeiten, Pflichten und Kosten. Hier werden diverse Aspekte berücksichtigt, die das gesamte Datenmanagement betreffen. Ein wichtiger Aspekt ist die Finanzierung des Datenmanagements. Die Bestimmung der Kosten ist nicht einfach. Remy überlegt noch einmal entlang des gesamten Datenlebenszyklus, welche Kosten durch das Datenmanagement verursacht werden. Zum einen sind da natürlich die personellen Ressourcen. Er und seine Kolleginnen sowie die Administratorin müssen die Zeit einplanen, die sie mit dem Datenmanagement verbringen werden. Außerdem kann es sein, dass spezielle Hardware oder Software benötigt wird. Remy will zum Beispiel einen der Eichhörnchendetektoren bei sich im Labor haben. Zum einen, damit er eine Möglichkeit zur Kalibrierung hat, aber auch, falls es im Rahmen der Messungen zu irgendwelchen Unregelmäßigkeiten kommt, die er dann versuchen kann, an seinem eigenen Detektor nachzuvollziehen. Und schließlich sind natürlich auch Kosten für die Nutzung von Infrastrukturangeboten einzuholen. In seinem Fall hat er Glück. Das Archiv in der Universität ist für ihn kostenfrei und auch das Repositorium erhebt keine Gebühr. Bei den Inhalten zum Datenmanagementplan hat sich Remy an seinem konkreten Projekt orientiert. Die Vorlage hat ihm geholfen, keine wichtige Frage zu vergessen oder übersehen, auch wenn er nicht alle Fragen für sein Projekt beantworten musste. Konkrete Vorgaben zur Form für seinen Datenmanagementplan hatte Remy nicht, aber er weiß, dass ein solches Textdokument übersichtlich gestaltet sein sollte. Zum Beispiel kann er Tabellen für die verschiedenen Dateiformate, die bei ihm auftreten, verwenden oder auch Diagramme zu seiner Ablagestruktur. Remy ist klar, dass er längst nicht alles zum Anfang richtig einschätzen kann. Sein initialer Datenmanagementplan wird längst nicht alle Aspekte umfassen und er wird vielleicht an ein paar Stellen sogar falsch sein. Das ist kein Problem, denn so ein Datenmanagementplan muss über die Zeit fortgeschrieben und korrigiert werden. Entsprechend ist es wichtig, Versionshinweise und möglichst auch eine Versionshistorie direkt im Dokument zu verankern. Auch den Hinweis darauf, wer die Verantwortung für das Datenmanagement und den Datenmanagementplan trägt, sollten im Dokument direkt ersichtlich sein. Remy hat gemerkt, dass der Datenmanagementplan vor allem ihm und seinen Projektpartnern hilft. Sie werden dazu gezwungen, sich vorab Gedanken um den Umgang mit den Daten zu machen und Vereinbarungen darüber zu treffen, wer wann, wo, wie, welche Daten erhält und zugreifbar oder zugänglich macht. Für Remy ist klar, in Zukunft will er für jedes seiner Projekte einen Datenmanagementplan erstellen. Wenn auch Sie Fragen haben zu den Inhalten eines Datenmanagementplans oder Unterstützung bei der Erstellung eines Datenmanagementplans wünschen, kontaktieren Sie uns über das Service Desk.